Okay, was machen wir mit ihr hier? Lassen wir sie noch schlafen oder? Was tun wir? Oh, ein kaputter Druide. Kaputter Androide. Death to Androids steht hier. Der wird wahrscheinlich ermordet. Prüfe die Nachbarschaft. Da können wir raus. Aber ohne Alice. Hier ist viel los. Polizei patrouilliert die Umgebung. Oha. Da müssen wir vorsichtig sein. Dass sie uns nicht erwischen. Na, Alice? Aufstehen, Kleine. Wach auf, Alice. Also war es kein Albtraum. Nein. Nein, es war kein Albtraum. Wie geht es dir? Mir ist kalt. Was sollen wir denn jetzt machen? Dieser Android von gestern. Er gab mir eine Adresse, dort würde man uns helfen. Direkt auf der anderen Straßenseite führen Schienen vorbei. Der Bahnhof ist nicht weit. Können wir ein Stück laufen? Na dann los. So bist du viel hübscher. Aha. Jetzt siehst du wirklich wie ein Mensch aus. Das sah so vorher mit langen Haaren und braunen Haaren nicht aus. Okay. Oha. Die Polizei sucht uns. Ja, same. Die können gehen. Die Frage ist, wo ist Connor? Unsere Officer befragen die Leute in der Nachbarschaft, falls jemand was gesehen hat. Okay, sag mir Bescheid, wenn sie irgendwas finden. Was willst du mit dem machen? Das, Connor. Ich habe keine Ahnung. Sie nahm den ersten Bus, der vorbeikam, und fuhr bis zur Endstation. Die Aktion war nicht geplant. Sie handelte aus Angst. Falsch. Androiden fühlen keine Angst. Abweichler schon. Sie werden von Emotionen überwältigt und handeln dann irrational. Aber das sagt uns nicht, wo sie hin ist. Sie hatte keinen Plan. Hinter dir, Connor. Und kein klares Ziel. Vielleicht ist sie nicht weit. Vielleicht. Jetzt ganz vorsichtig. Lang zum Bahnhof. Ganz vorsichtig, Connor ist in der Nähe. Oha. Steche an Polizisten vorbei. Okay, hier ist ein Polizist. Ach du Scheiße. Oha, oha. Hier vorbei. Verdammt! Das sind sie. Hey, stopp, Polizei! Das war wohl nichts. Sie sind Richtung Bahnhof gelaufen. Jetzt mit Connor sie einholen. Ich mach mal einen kleinen
Spaziergang hier noch. Wechseln vielleicht nochmal die Straßenseite. Lass uns mal ein bisschen Zeit. Wir telefonieren nochmal noch ein bisschen. Hoppla, da habe ich mich in der Richtung verirrt. Ich laufe aus Versehen mal zurück hier. Wo muss ich denn lang? Ich weiß das gar nicht. Hoppla, das war wohl... ich habe kurz mal die Orientierung verloren. Vielleicht hier rüber. Sie sind da drüben. Wo sind sie hier? Ich kann sie nicht sehen. Wo sind sie nur lang? Keine Ahnung. Sind sie hier lang? Sind sie dort lang? Verdammt! Wahnsinn! Ja, verdammt, ich habe sie leider nicht bekommen. Wie tragisch. Lauf, Kerl, lauf. So ein Mist aber auch, dass wir die entkommen haben lassen. Das wollte ich ja gar nicht. Morgen auf dem Parkplatz. Alice im Auto schlafen lassen. Okay, hier haben wir zwei Wege irgendwie. Also Parkplatz gefunden. Da haben wir ein bisschen was übersehen. Server Wildlife lesen, Androiden, Canada lesen. Umgebung überprüfen, Polizei in der Nähe. Hier haben wir noch einen Weg übersehen. Forstete Schere finden. Brand Androiden finden. Haare schneiden und färben. Ich habe mich für blond entschieden. Und LED färben. LED entfernen. Lässt wecken, Parkplatz verlassen. Hier gab es noch einen ganzen. Ach so, das ist insgesamt. Das hängt mit einem anderen Strang hier. Einem anderen Kapitel. Ach so, nee, das ist ja auf der Flucht. Wenn wir. Das wäre ein Weg, wenn wir im Hotel übernachtet hätten und wenn wir im Haus dort, in dem Haus, dann wären wir hier, hätten wir hier andere Wege. Wenn das Haus und das Motel noch untersuchen können, wären dann hier im Motel, wie es ausschaut, unter Umständen gar nicht auf Connor getroffen. Da hätte es einen Weg gegeben, wie ich das sehe. So wie ich haben wir genau untersucht den Supermarkt. Die Polizei hat keine Spur, wie er jetzt schon. Ich habe alles auf der Straße zum Bahnhof gehen und die Polizei entdeckt. Ich und alles laufen weg. Wenn wir nicht entdeckt worden, hätten wir es wahrscheinlich geschafft. Wenn wir nicht rennen müssen. Können wir voll Kerr. Zu ihrer letzten bekannten Position rennen. So zu spät erreichen. Oh, hoppala. Es tut mir sehr leid. Kerr und Alice haben den Highway überquert. Konnte das nur passieren? Wenn wir es erreicht hätten, dann wäre es hier noch weitergegangen. Hätten wir hier noch ein Halleluja. Hätten wir noch ein ganz Verfolgungsjagd gehabt. Wir schienen mehrere Entscheidungen hier. Hätten wir sie gefasst und nicht gefasst oder irgendwie was anderes noch. Mehreren Quellen zufolge hat CyberLife die Polizei von Detroit mit einem neuen Detective-Androiden ausgestattet. Es werden zwar schon seit einigen Jahren Android-Hilfspolizisten eingesetzt, doch dies wäre das erste Beispiel eines Androiden, der bei Ermittlungen tatsächlich eine aktive Rolle übernimmt. Wir warten CyberLife um einen Kommentar, doch niemand wollte unsere Fragen beantworten. Unser nächster Halt ist Freeway Station. Vorsicht beim Betreten des Bahnsteigs. Bitte beachten Sie die speziell gekennzeichneten Bereiche für Androiden. Es gibt einen Ort, wo wir frei sind. Finde Jericho! Markus auf der Suche nach Jericho.
Suche das Graffiti. Ein Roboter, ein Mensch, eine Sonne, die kommt von dem. Und dem, ja, Viereck dort mit dem Symbol. Tja, wer ist hiermit? Hey, Mister! Haben Sie etwas Kleingeld? Okay. Nächste Graffiti. Eine kleine Schnitzel hier auf dem Bahnhof. Nein, leider habe ich, glaube ich, keinen. Wo geht's? Das fehlt, da ist ein Löwenkopf oder so. Wenn ihr. Kann ich was untersuchen? Etwas lesen. Android auf der Flucht. Flohen Android wirkt Panik in Camden. Android auf der Flucht. Flohen Android bewirkt Panik in Camden. Anwohner des Detroiter Vororts Camden wurden Zeugen einer Verfolgungsjagd, nachdem eine Polizeiverhandlung mit Straßensperren und Befragung einer Straftäter aus einem Versteck gejagt. Na, ich kann jetzt auch nicht mehr lesen. Doch dieser Flüchtling ist anders. Der Verdächtige ist ein Android. Das defekte AX400 Modell leidet wahrscheinlich einer extrem seltenen Fehlfunktion und tat alles, um sich der Polizei zu unterziehen. Er sprintete auf der Flucht sogar über einen befahrenen Highway. Die Augenzeugenberichte sind nicht eindeutig. Ohne offiziellen Bericht ist es unmöglich zu sagen, was wirklich gesehen geschehen ist. Doch die Reporter der lokalen Nachrichtensender gehen dem Fall nach. Ein Sprecher von CyberLife war für einen Kommentar nicht verfügbar. Und die Spekulationen gehen weiter. Androiden, Astronauten erforschen. IO. Aha. Hacker nehmen Solarmodule für Löser. Geldschwindel ins Visier. Die NASA hat den Start einer fünfköpfigen Androiden-Crew zur Forschung des Jupiter-Satelliten IO angekündigt. Die Reise wird 3 Jahre dauern und man hofft viel über den Ursprung unseres Sonnensystems zu erfahren. Zwar sind dies nicht die ersten Androiden im Weltall, doch beweist die erste reine Maschinentour, dass Androiden mit der gesamten Mission betraut werden können. Androiden sind ein enormer Gewinn für die Eroberung des Weltraums, erklärte NASA. Direktor Michael Shirley. Kosmische Strahlung zerstört die menschliche DNA. Menschen leiden bei langen Weltraumreisen unter zahlreichen Einflüssen. Androiden sind gegen die meisten dieser Effekte immun. Die NASA bestätigte, dass keine Rückreise geplant sei und dass die Androiden mehrere Monate auf Io arbeiten sollen, bevor sie durch die extremen Bedingungen dort zerstört würden. Aha. Zum Sterben hinaufgeschickt. Haben wir irgendwo einen Löwe? Oder was ähnliches? Dann suchen wir mal weiter. Ein Löwe und dann die Hand eines Boxers. Misch dich unter die Menschen.
Android Area. Aha. Ich versuche so auszusehen wie Menschen. Wissen Sie, wo Jericho ist? Das war vielleicht schlecht. Ich hoffe, der verrät uns nicht, der andere Androide. Hier ist noch einer. Ein neuer Hinweis. Okay. Ist irgendwo weit oben. Aluminiumbums. Ah, das sieht doch danach aus. Oder nicht? Ja, das bunte hier. Viereckige sehen das die Menschen auch, oder ist das nur für die Roboter erkennbar? Über einem roten Roboter. Hier ist kein roter Roboter. Ja, sorry, ich hab kein Geld. Ah, hier. Ich würde was geben, wenn Markus Geld hat. Und das hat er nicht. Symbol verdeckt. Können wir da irgendwie reinkommen? Ich hoffe, das ist nicht zu auffällig. Können wir durchkriechen? Bettler hat mich gerade schreckt mit seinem. Haben Sie mal einen Dollar? Da oben am Fenster. In der Mauer ist ein Fenster und daneben greift die mit dem Gesicht. Also genau hier. Ich hoffe, ich übersehe hier nichts, was irgendwie. Man steht dann in der Auswertung, du hast eben kein Geld gegeben, die Bettler, bei den Bettlern, wenn sie dir helfen können. Okay. Drei Symbole. Achso, da ist eins. Das ist aber ziemlich stark versteckt. Hier könnte noch eins sein. Könnte ich mir vorstellen, hier irgendwo. Okay, ein Weg, um aufs Dach zu gelangen. Wer ist mit dieser Mülltonne? Vielleicht können wir die verschieben.
Parkourmeister. Hier ist das letzte. Sparkle. Sparkle, das, die Schrift steht bei ihm. Da drüber. Okay, Routenforschung. Wäre zu installieren. Das würde gehen. Okay. Guten Tag, ja. Dann mal Sparkle City. Dann mal meins. Nummer zwei. Und Nummer 3. Mal Hinweis. Im Gebäude drin. Okay. Stabil genug. Müssen wir das hier rekonstruieren und nicht einfach machen. Und wäre zu instabil. Das wird doch was. Und let's go. Gibt wahrscheinlich auch mehrere Wege, die funktionieren. Und den nehmen wir jetzt. Da ist eine durchbrochene Wand. Das ist ein riesiges Zahnrad mit einem roten Ding drin. Wir haben jetzt aber auch eine Wand, das ist das riesige Zahnrad. Aha. Muss man sich richtig platzieren, damit das hier ein Viereck ergibt. Muss ich näher ran, damit die Säule noch größer wird. Mhm. Die Wand durchbrochen und dann im Gesicht daneben. Stände irgendwie mit sehr viel Fantasie wie im Gesicht aussieht. Aha.
Wen haben wir hier? Der ist nicht bis nach Jericho geschafft. Okay. Das hier. Und dahinter, hinter was Gelbes. Das hier offensichtlich nicht. Da drüben vielleicht. Vielleicht von der anderen Seite aus. Das könnte es sein. Immer. Na, wahrscheinlich sind wir noch nur richtig. Müssten gar nicht mehr untersuchen. Jericho. Lange zum Schiff. Huha! Jumpscare. Das ist übel. So, wie kommen wir jetzt rüber? Holy shit. Ein actionlastiger Part heute. Gut fest. Ein altes verfallenes Schiffswrack. Ein Kran von West hin. Reiten wir in unserem Untergang. Fein in unserem Untergang. Wir haben den Mantel verloren. Das ist ein bisschen gruselig. Eigentlich nicht nur ein bisschen. So hier hinter. Eine Taschenlampe. Sehr hilfreich. Etwas Licht. Du bist doch tot, sicher wieder ein Jumpscare. Früher oder später. Das geht nicht auf. Das geht auch nicht auf.
Ach du Scheiße, Mann. Mein Herz. Muss das sein? Rein hier. Weiter hier mal kurz. Schrecklich gruselig, aber. Das machen wir schon. Oh! Willkommen in Jericho. Okay, ich kann mal Ferndale erreichen. Rückblende eines anderen Abwechslers. Okay, wo war das? Wo haben wir eine Rückblende eines anderen Abwechslers gesehen? Ich habe schon wieder vergessen, mein Gedächtnis, das ist ein Sieb. Graffiti am Bahnhof analysieren. Auf der Flucht lesen, Androiden, Astronauten lesen. Da haben wir noch ein Buch übersehen. Der Bahnhof verlassen, Schildern folgen. Android nach dem Weg nach Jericho fragen. Straßen verlassen. Hier gibt es noch einen Alternativweg, der irgendwie parallel läuft, hätten wir noch was decken können. Tief des Containers hochklettern, Dach erreichen, Lücke überwinden, da gab es noch was Alternatives. Alternativen Weg. Tür erreichen. Verlassen, das Büro erkunden. Einen drüben Körper entdeckt. Hätten wir auch vorbeirennen können. Richtigen Ausgang suchen, Jericho ausfindig machen, über die Brücke gehen, Brücke stürzt ein, Kran erklimmen und springen. Wenn auch nicht über die Brücke gehen können, gleich sofort im Kran erklimmen können. Im Schiff, Taschenlampe finden, hätten wir auch nicht finden können. Maschinenraum betreten, vom Steg fallen, hätte von Jericho getroffen. Ja, da gab es relativ wenige alternative Möglichkeiten. Alle Wege hier, die wir auch, wo es gesagt wurde, die wir erkundet haben, wo es nicht zu brüchig, zu schlecht, die sind einfach nicht möglich gewesen. Das war ziemlich lineal, dieses Kapitel. Das hätten wir schon, ist ziemlich genauso passiert. Da gab es wenig Alternativen. Außer hier noch Sachen, die wir hätten finden können, vereinzelt, aber das musste so passieren.